Hallo und herzlich willkommen zu Sims 4 und Rumis Challenge. Heute siehst du bereits Part 11 und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Du siehst hier schon bereits Rumi, sie spricht hier mit ihrer Zwiebelpflanze. Ja, und wie du in der letzten Folge mitbekommen hast, ist sie bereits auch schon in Raum Nummer 30. Das war dieses Mikrofon und dort soll sie Level 4 die Singfähigkeit erreichen. Natürlich habe ich schon etwas vorgearbeitet. Sie war ja mittlerweile in Level 3. Wo haben wir Singen? Hier. Also es fehlt nicht mehr viel. Und ich dachte in der letzten Folge, Rumi schafft das nicht. Weil dieser Raum hat mich einiges an Nerven gekostet. Und ich dachte, Rumi schafft es nicht. Ja, Rumi hat bereits Level 4 der Singfähigkeit erreicht und wir können bereits die nächste Tür aufmachen. Ja, und hier siehst du bereits, wir sind in Raum 31. Ein paar Räume sind vor uns und natürlich hat alles seinen Preis. Wir schließen wieder alle Türen für ihn. Sprich, Rumi muss jetzt eine Zeit lang verweilen in diesem Raum. Insgesamt 24 Stunden. Die Priorität ist nicht darauf, dass sie eine Fähigkeit bekommt, wie zum Beispiel Stricken oder jetzt Krafttraining. Sie muss einfach 24 Stunden in diesem Raum verweilen. Wir haben jetzt Samstag 3.45 Uhr und Sonntag 3.45 Uhr oder 35 war das. Darf sie den nächsten Raum betreten. Mal schauen, wie Rumi sich so schlägt. Ja, Rumi hat jetzt keine Lust mehr zu trainieren und was macht sie? Sie singt einfach. Anscheinend hat sie Gefallen dran gefunden. Aber Rumi, auch wenn du jetzt so schön singst, wir sollten vielleicht mal was essen. Ist doch mal etwas Spinat und eine Karotte. Und es wurde sich gewünscht, dass ich nochmal aus dem Verlies rausscrolle. Ja, und in dem Fall habe ich das jetzt gemacht und du siehst bereits diese Räume hier vorne. Diese hat sie durchquert und jetzt sitzt sie hier in diesem Raum. Man sieht ja hier dieses Trainingsgerät ganz gut und hier hat sie Licht vorhanden. Und wir haben einen Feiertag, Rauferei in der Nachbarschaft, da können wir ja überhaupt nicht dran teilnehmen. Wir beenden diesen Feiertag, der macht keinen Sinn bei uns. Und es wurde sich noch gewünscht, dass ich ihr Alter mal wieder zeige. Sie ist ja mittlerweile junge Erwachsene und sie hat ja vor ein paar Tagen Geburtstag und sie hat noch 20 Tage bis zur nächsten Altersstufe. Du siehst ja, Rumi trainiert hier freiwillig. Ich habe jetzt nichts ausgewählt. Sie stinkt bis zum Himmel. Und ja, ihre Werte sind noch relativ im grünen Bereich. Okay, sie könnte ein Bad vertragen. Und Hunger hat sie. Ich werde ihr jetzt sagen, sie soll vielleicht noch eine Karotte oder sowas essen. Wir haben jetzt 9.43 Uhr. Sie könnte im Grunde auch nochmal Adrian anrufen. Wir haben ja schon etwas länger mit ihm nicht geplaudert. Ich dachte mir, Rumi könnte noch vielleicht ein Selfie machen. Es ist ja schon ziemlich lange her, wo wir mal ein Selfie gemacht haben. Ich finde, sie hat noch ziemlich gute Laune dafür, dass sie im Verlies sitzt. So konnten wir etwas noch an ihrer Fotofähigkeit arbeiten, auch wenn das für diesen Raum nicht relevant ist. Hier siehst du nochmal ihre kompletten Fähigkeiten und ihre Top-Fähigkeiten ist auf jeden Fall die Malerei und Stricken, jeweils mit 7. Ja, Rumi telefoniert jetzt nochmal mit Adrian und wie du siehst, hat Rumi jetzt langsam eine schwache Blase. Mal schauen, wann sie sich in die Hose pielt, in 2 Stunden. Ich würde ihr nochmal sagen, sie soll mal eine Paprika essen und ein Möhrchen. Weil die Werte würde ich gerne noch im grünen Bereich behalten wollen, damit wir jetzt nicht hier komplett versagen. Aber dadurch muss sie jetzt auch schneller auf die Toilette. Ja, Rumi ist natürlich jetzt beschämt. Schwache Blase würde ich mal sagen. Aber ist verständlich, wenn man jetzt nur in diesem einen Raum hockt. Und ich finde, dafür, dass sie nur einen Raum zur Verfügung hat, sind ihre Werte top. Wir kümmern uns um Spaß, also sie spielt ja jetzt mit dem Handy. Sozial, wir haben ein paar Mal Adrian angerufen. Energie hatten wir noch relativ gut. Und Hunger, ja, wir essen ziemlich oft Paprika und Möhrchen. Ja, Rumi quält sich jetzt freiwillig wieder.
hier ab. Aber ein bisschen Muckis könnten ja nicht schaden. Und da hat sie bereits Level 4 der Fitnessfähigkeit erreicht. Sehr cool. Ja, jetzt wird Rumi schon langsam müde. Die Energie schwindet langsam. Hygiene ist natürlich immer noch im Keller. Sie spielt wieder mit ihrem Handy. Ja, mittlerweile 0 Uhr. Also noch 3,5 Stunden. Bevor wir den nächsten Raum aufmachen, soll Rumi hier noch etwas essen. Denn sie sollte etwas gestärkt in den nächsten Raum gehen. Also wir haben jetzt fast 4 Uhr. Ich wollte ein bisschen sicher gehen, dass sie wirklich 24 Stunden in diesem Raum war. Und ich werde jetzt einfach die nächste Tür aufmachen, aufschließen. Und Rumi hat jetzt wieder diesen berühmten Bosch zur Verfügung. Sie hat es geschafft. Sie ist nicht in Ohnmacht gefallen. Was ich ziemlich cool finde. Aber sie wird wahrscheinlich jetzt einfach in den Bosch fallen, wie man sieht. Also Rumi wird sich jetzt ausschlafen. Wir haben Winter. Mann, das ging ja jetzt ziemlich schnell. Wirklich ausgeschlafen? Hast du dich nicht? Jetzt sieht man, wie die Werte hier sinken. Du kannst noch mal ein Nickerchen machen. Dann bestäube mal den Busch. Und hier hat sie die Aufgabe. Im Grunde hat sie das schon wunderbar mit dem Gerät gelöst, denn sie sollte Level 4 der Fitnessfähigkeit erreichen. Sie hatte in diesem Raum keine Aufgabe, aber für diesen Raum hatte sie eine. Nur da sie Level 4 schon bereits erreicht hat, kann man schon den nächsten Raum öffnen. Und hier steht wieder eine Staffelei. Einschalten dieses Zimmer. Dann werden wir einfach mal wieder ein realistisches Gemälde malen. Ja, hier soll sie einfach Level 8 der Malerei erreichen. Nochmal zur Erinnerung, sie war ja auf 7. Also ein Level muss sie hoch pushen. Ja, Rumi fühlt sich jetzt überhaupt nicht gut. Sie hat jetzt etwas geschlafen im Busch. Sie hat aber Hunger. Wir müssen etwas sparsam mit unseren Paprikas hier und Möhrchen umgehen. Denn so langsam gehen die Vorräte hier auch zu Ende. Hast du wieder was malen? Sieht nicht so aus. Du wurdest wahrscheinlich von irgendwem gebissen oder gestochen. Dann würde ich sagen, schieb doch mal ein paar Anfälle. Okay, das hat jetzt etwas gedauert, bis sie ihre Werte wieder auf grün bekommen hat. Jedenfalls ist sie jetzt hier nicht mehr angespannt. Sie ist energiegeladen. Und ja, sie bräuchte ein Bad. Oh nein, jetzt fühlt sie sich wieder unwohl. Mal schauen, wie lange sich diese Fähigkeit ziehen wird. Sehr cool, das hat geklappt. Und das macht sie schon von sich aus. Okay, Rumi, du solltest noch hier etwas essen. Denn du hast anscheinend sehr viel Hunger. Und dann kannst du hier dein Bildchen weitermalen. Eine kleine Runde Nickerchen, dann nochmal den Busch bestäuben und zwischendrin was essen. Und dann kann sie weiter ihr Gemälde malen. Also bei solchen schlechten Werten steigt die Fähigkeit sehr langsam. Die ist erst bei 38%. Im Grunde hat sie schöne grüne Werte. Sie hat ja den Busch bestäubt, hat etwas gegessen und auch im Busch geschlafen, mit Adrian telefoniert. Aber die Hygiene macht ihr echt einen Strich durch die Rechnung. Mal schauen, ob es klappt. Sie fühlt sich ja etwas unwohl. Aber sie fängt nochmal an, sehr cool. Ich würde ja gerne wissen, was in Rumi vor sich geht. Weil ich glaube, Rumi hat einfach keine Lust mehr. Okay, die heutige Post wurde zugestellt. Rumi darf erstmal gleich noch was essen. 23.545 und die Rechnung sollten wir auch dann zeitnah bezahlen. Sonst sitzt die Gute wieder ohne Strom da. Ja, die Rechnung ist bezahlt und das nächste Bild wird wieder angefangen. Wieder ist es ein Bild mit einem Katzen- und Hundemotiv. Wir hatten ja schon mal ein Bild gemalt mit Tierchen drauf. Zwischendrin darf Rumi auch mal ein kleineres Bild malen und wir bekommen einen Anruf, aber da gehen wir nicht an. Was machen hier die Bedürfnisse? Die sehen gut aus. Also die habe ich mittlerweile gut im Griff. Und die Fähigkeit zieht sich etwas. 76%. Wohl das nächste Bild ist fertig. Und dann mal doch mal ein ganz kleines. Vielleicht reicht das. Vielleicht aber auch nicht. 15% noch. Okay, ich glaube, das reicht nicht. Noch 4%. Schauen wir mal, ob das reicht. Nein, es hat nicht mehr gereicht.
ins Inventar platzieren und dann dürfte ein kleines Bild doch reichen, oder? Wie viel fehlt denn da noch? 3%. Ja, sehr cool. Level 8 der Mana-Fähigkeit. Sehr gut, Romy. Wir dürfen die nächste Tür aufschließen. Ja, und wir haben heute mittlerweile Raum 34 erreicht. Wie du siehst, hat Romy schon mal Platz genommen, sich gemütlich gemacht. Und wenn du wissen möchtest, wie es in diesem Raum weitergeht, dann schalte beim nächsten Mal ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.